Von Seiten der Polizei waren alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen bei dieser vom Hessischen Fußballverband als brisant eingestuften Begegnung zwischen der zweiten Mannschaft der Eintracht und Darmstadt 98. Und einer konnte sich besonders freuen über die Präsenz der Polizei, nämlich der Videokameramann der Lilien. Schranke zu, Kameramann drin. Gefangen auf den Gleisen und jeden Moment sollte der Zug kommen. In letzter Sekunde sorgte die Polizei schließlich dafür, dass die Schranke geöffnet wurde. Sonstige Zwischenfälle gab es nicht. Herr Heidmann ging mit seiner Kamera in Position und das Spiel konnte beginnen. Bereits in der 8. Spielminute diese Szene. Die Darmstädter Lilien in Blau mit Anicic auf Hübner. Der setzt sich gegen Jung durch. Sebastian Glasner, der hat schon 19 Mal getroffen. Und Elia Soriano an die Latte. Schrecksekunden für die Eintracht und für das Trainergespann Frank Leicht und Alexander Schur. Und die Fans, 1500 waren gekommen ins Hanauer Herbert-Dröse-Stadion, die Lilien-Fans allerdings überlegen, was die Anzahl und die Lautstärke angeht. Kein Heimspiel also für die Eintracht, auf den Rängen nicht und auch nicht auf dem Rasen. Eine unbeherzte Ecke. Markus Hohr mit schwacher Hereingabe, eine harmlose Abwehr der Lilien, aber schauen Sie hin, was daraus wird. Der wiedergenesene Marcel Heller verliert den Ball und Rudi Hübner darf den Konter vorbereiten. Anicic erneut Hübner und von hinten kommt Jovanovic angespurtet. 0:1, das Ganze in der 12. Spielminute. Und so freut sich der Tabellenführer der Oberliga. Noch einmal die Führung für die Lilien. Hübner auf Jovanovic, Pablo Alvarez heute zum ersten Mal im Tor der Eintracht, ohne Abwehrchance. 0:1, der Pausenstand. Die Eintracht mit offensichtlichen Personalproblemen im Angriff. Galm, Hess und Zumo verletzt, aber dennoch mit Spielkultur. Technisch stark, ab und zu allerdings ein Ballkontakt zu viel. Aber dann der eingewechselte Milat Salem mit der Riesenchance. Die Eintracht in der zweiten Hälfte drückend überlegen, aber es wurde nichts mit dem Ausgleich. Stattdessen die Lilien in der Nachspielzeit mit der Chance zum 0:2. Der eingewechselte Simon Schmidt verfehlt. Die Lilien siegen trotzdem. Es geht nicht über Siege, für eine gute Moral. Und dass die Moral, dass die Mannschaft Moral hat, zeigt sich schon die ganze Zeit. Und wir haben heute wieder einen bisschen weggedrückt vom Main. Und das tut ganz gut. Auch die Polizei hat einen guten Job gemacht. Und Herr Heidmann, der Kameramann der Lilien, wird in Zukunft vorsichtiger sein bei Bahnübergängen.